Seid gegrüßt und willkommen zur 45. Episode meiner Temtem Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ich gehe jetzt gerade. Ja, ich will zurück. Möchte zurück. Superior Hour. Welches war das jetzt? Ulterior? Ah, ich gucke einfach mal. Ich wollte jetzt zurückgehen zum Kind wegen. Oh. Wegen der Künstlerin, die ich ja gefunden hatte in der letzten Episode. Zeig mir die Map. Oh, hier war ich noch nicht. Verdammt. Hau direkt mal. Kampf hier drin. Oh, hier wäre auch ein Center. Gut, dann heile ich doch mal alle Temtem. Gehe ich dann da rein. Und gehe dann nachher dahin. Dann kämpfer mit mir. Ich kann dich leider nicht nach Fern um die Nähe sehen lassen. Es gibt ein Problem mit dem Anak-Vulkan. Natürlich nur, wenn du keinen Passierschein vom Dojo-Meisterin Tihani hast. Ich habe diesen Schlüssel von Raviri. Tolle Geschichte, Tem, aber du brauchst eine schriftliche Erlaubnis von Tihani. Bei allem, was Anak Notfall angeht, hat sie das Sagen. Warum? Das sind die Standardsicherheitsvorkehrungen bei einem Ausbruch dieser Größenordnung. Bis dann gibt es keinen Lavafluss jenseits des Kraters, aber sowas kann sich wahnsinnig schnell ändern. Ich gehe da mal wieder. Das ist nur zu deiner eigenen Sicherheit, verstehst du? Das Ding ist halt, das sind schwebende Inseln. Superior Omninesia oder wie das hier heißt. Mokopuni, genau. Dann gehe ich mal zur Tem-Station. Oder wie das Ding hier heißt. Da. Ist das der richtige Weg? Ja, ich muss einmal komplett durch, dann hier unten runter. Ja, wow. Ein langer Weg. War das jetzt hier schon runter? Ich bin so vergesslich. Hier muss ich hin. Ja, blockiert hier den Weg. Hui. Und dann bin ich ja gleich schon beim Luftschiff. Wir können auch eben schauen, ob ich wieder Geld eingenommen habe. Ich weiß es gar nicht. Ja, bla bla, bla bla, was? Bla bla, bla bla. Oh, ich habe noch keinen befreit. Huch. Dann schnell weg. Da. Ich glaube, ich muss voll weit, obwohl nee, es geht. Es hält sich in Grenzen, wie weit ich muss. Ich muss ja nur kurz mit dem Luftschiff zurück. Dann nach Südosten. Wo ist denn der Typ? Du bist das, ne? Bla bla bla. Nein, ich will nicht bleiben. Ich will zurück nach Deniz. Und immer dieser Mauszeiger bei Ladebildschirmen. Danke für die Fahrt. Eben kurz den Weg checken. Ja. Muss dann hier runter. Wow. Aber vielleicht können wir ja wieder Temtem befreien. Dann wäre die Reise ja nicht ganz sinnlos. Und ich schließe natürlich ein Quest. Oh, verdammt. Okay. Nur Paharas. Paharas heißen die, genau. Oder? Ja, genau. Paharak ist das große Ding. Ist das hier der Weg runter? Nö, das ist diese Klippe. Ich frage mich ja auch, wann ich diese Kletterausrüstung bekomme. Oder woher ich die bekomme. Da. Ja, dann könnte ich hier ganz easy runterklettern. Oh, ich muss da hoch, ne? Oder? Ja. Lasst mich in Ruhe. Danke. Wow, warum leckt es denn? Oh nein. Low-Level-Temtem bekämpfen. Ach, jetzt komme ich überall
bekomme ich überall Gankis zu sehen. Was denn Wasserkugelwirbel? Nehmen wir das mal. Was war denn das? Ach, verdammt. Will ich nie rausfinden. Da-da. Jetzt eh in diesem Gebiet, dann kann ich auch mal eben kurz was wechseln. Skyl. Mit Skyl und Ganki, das ist irgendwie dumm. Wenn er will ich ja wo ich könnte ja auch Kalasu dann. Hallo? Dann auch bitte dahin. Danke. Links rum. So viel weiß ich noch. Ich glaube, das ist das erste Temtem, was ich hinterherlaufen lasse, was nicht schwebt. Brikaldemar. Kann ich ins Wasser? Ich muss doch einfach... Oh, das ist voll der weite Weg. Landweg? Oh, Mann. Oder Seeweg? Schwierige Entscheidung. Ich würde sagen Landweg, weil weniger Stellen, die mich aufhalten. Und auf dem Landweg bin ich ja nur vor Angriffen nicht sicher, wenn ich... Oh, ich kann auch hier Abkürzung gehen. Super. Zumindest etwas. Wow. Erstmal falsch gelaufen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Nein. Was? Hä? Einen wunderschönen guten Morgen, Bändiger. Was für eine wunderbare Zeit, um draußen zu sein, die Seeluft zu genießen, den Geruch des feuchten Grases, das melodische Gezwitscher der Temtem. Lust auf einen kleinen Temtem-Kampf? Nein. Tuwei, okay. Skyl und Kalasu. Oh, dann ziehen wir dem auch das Geld aus der Tasche. Wilde Klaue. Okay. Und würgen. Oha. Ah, das war erfrischend. Ja. 49 Pansons. Pansons? Pansons? Ja, das hat sich ja gelohnt. Oh, lass mich. Das, immer diese NPC, die im Weg stehen. Und ich frage mich immer noch, wo ich diese Halskette finden kann. Ah, komm, wir heilen einfach mal. Und dann zurück zu Parsifae. Fee. Fa. Fu. Muss ich hier runter? Kann ich hier runter? Ja. Kann ich auch direkt übers Wasser, glaube ich. Mal die Abkürzung hier nehmen. Oh! Einmal Beleber, juhu. Kann ich hier ins Wasser? Nö. Ja, von hier aus komme ich auch nicht ins Wasser. Dann gehe ich jetzt hier den Landweg weiter. Was ist das denn wieder? Oh. Huch. Oh, wie umständlich das hier ist, hinzukommen. So, jetzt gehe ich hier aber ins Wasser. War ich nicht gerade? Nö. Oh. Verdammt, ich dachte, ich schaff's noch, ohne in einen Kampf verwickelt zu werden. Seipert. Hey. Brrr. Wir mal würgen dann raus. Ja, mach du mal.
Nehmen wir das. Du kannst eh nichts machen. Oh, Salport. Konntest nichts machen. Wir machen mal Sandspritzer. Oh, das ist schlecht. Egal. Wasserstein. Oh, das ist echt schlecht. Verdammt. Quack, 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 quack. Tada. Huh. Lass mich rein. Wie muss ich jetzt überhaupt? Zu dem Kind? Also, hast du Ara gefunden? Glückwunsch, du hast eine Lehrerin. Oh, du meine Güte, das... Wow, vielen Dank, Grimbob. Ich weiß nicht mal, es ist unglaublich. Ich werde Kunst von Ara lernen, wie verrückt. Sie wartet in Kiziwa auf dich. Ja, 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 lass ich meine Pinsel holen, meine Stifte, einen Zeichenblock, noch einen Zeichenblock und... Wo ist dieser Koffer? Du hast 1000 Pansuns gewonnen. Besuche Ara und Ariadne in Kiziwa. Oh, ist das die Mutter? Ja, ne? Nochmal hallo. Wegen Ariadne. Meine Älteste. Du hast schon einen Künstler gefunden? Vielleicht jemanden, der ihr ein paar Tipps geben kann? Sag Bescheid, wenn du jemanden findest. Okay, ich habe jemanden gefunden. Jetzt möchte ich wieder besuchen. Super. Kann ich denn mittlerweile hier im Questlog was anklicken? Nö. Immer noch nicht. Und wo ist diese verdammte Halskette oder dieses Armband? Das muss doch irgendwo hier sein. Oh, ich hätte Salpat fangen können. Fällt mir gerade so ein. Okay, Sandspritzer auf keinen Fall. Nochmal Tentakelklatscher. Oh oh. Autsch. Hätte ich jetzt doch mal lieber das andere genommen. Fegen sie alle weg. Achso, das ist gegen mehrere Gegner. Gut zu wissen. Du machst doch Würgen. Ja, mach das mal. Buff dich. Voll die gute Idee. Und jetzt am besten beide die Tem-Karten raus. Da, da, da. Ah, die sind jetzt wieder oben. Da, 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 da. Du hast Salpat gefangen. Amphibisch. Nö, loslassen. Ja, tschö. Wir befreien ja die Temtem. Nur damit sie frei sind und nicht damit wir mehr Geld ver... Oh, verdammt. Geld verdienen. Pyuki. Okay. Da, 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 da. Level 13, dann hauen wir mal wieder die Sachen hier raus, wie eben auch. Ja, komm, direkt würgen, damit wir keinen Schaden abbekommen. So viel vermeiden, wie es geht. Alle auf Kalasu. Verstehe ich nicht. Jetzt hauen wir die Karten wieder raus. Tada! Hydrologe? Welches genau war das? Mehr Schaden. Level 13 loslassen. Ich brauche ein Temtem, was low-levelig ist, damit das schneller die nächste Stufe erreicht. Ich hatte ja am Anfang gedacht, oh, das ist hochleveliger. Ich nehme das einfach und werfe das andere weg, was nicht so ein hohes Level hat. Das war keine gute Idee. Ein ungezähmtes Kalasu. Skyl und Kalasu, macht euch bereit. Ah, wie immer. Das. Und würgen. Und go. Da, 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 da. Überleg gerade. Genau, das Einzige, was ich bisher hab aufsteigen lassen, also von der Dingens her, ist das Pahara, das zum Paharak wurde, weil es halt das erste, glaube ich, war, was ich bekommen habe. Ist auch schade, dass man nicht sehen kann, mit welchem Level man die bekommen hat. So dass man
sieht, wie lange man noch braucht, bis die aufsteigen. Echt schade. Ich sehe ja gar nicht die Übersicht von allen, die ich habe. Oh Gott. Das ist hier so häufig hier unten. Oh, mal zwei. Abwechslung. Ich muss meinen Kalaso auch bald irgendwie heilen. Oh, ich hab's geahnt. Echt jetzt? Ja, Temp-Karte. Und dich tauschen wir halt aus. Dann nehmen wir Hidodi. Ich glaube, ja genau, Pflanzen Temtem sind stärker gegen Wasser. Es wäre so gut, wenn das jetzt fangen würde. Ja. Schön. Der ausgeruht, was heißt das? Ja, den ersten Runden den Temtem. Das ist cool. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Angriff und Special Attack 30%. Ja, halber Schaden. Juhu. Achso, Hydrolog hat es auch. Ja, hau drauf. Allergenschwall. Das war. Ich glaube, das ist zu stark. Machen wir nur die scharfen. Oh, das wird umkippen. Ja. Ups. Aber Kalaso levelt mit. Kann ich Kalaso vielleicht das Dingens anziehen? Oder hat Kalaso das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Werten. Oder hast du das doch an? Nee. Du hast diesen Blitzableiter. Ich will jetzt aber das Kalaso. Na, nee. Wir lassen das. Wer bist du? Basilis, also eigentlich Ruhe, Frieden, Punktierungskarte, ist da nichts übertreiben. Glaub mir, wenn du in der Hauptstadt arbeiten müsstest, würdest du diesen Ort mit anderen Augen sehen. Bla bla bla. Ich liebe Zadar. Okay. Oh, wäre schon cool, wenn ich hier einen Low-Level-Temtem finde. Ja, sehr ruhig. Hier ist doch nicht mal so eine Heilstation. Wow. Hier ist auch gar kein Gras. Doch, da oben. Mal schauen, was ich hier so Schönes finde. Okay, was bist du für eins? Tada. Ja, war ja klar. Paharo. Paharo? Paharak. Da, da, da. Ja, Level 2. Das ist klar, dass ich die super schnell hochgelevelt bekommen habe. Ja. Sorry. Das kitzelt. Ja, ich glaube, da werde ich nichts anderes, obwohl eventuell doch. Wie komme ich denn da hin? Ach, Moment mal. Da kann ich runterhüpfen. Ach, das ist eine Abkürzung. Ah. Oh, hier war ich noch nicht bei dir. Hey du, das hier ist mein Platz. Bist du gekommen, um all die schönen Dinge aufzusammeln, die hier rumliegen? Nun, ich auch. Also lass mich dir etwas sagen. Mach dich bereit zum Kampf. Okay. Pigepick und Pigepick. Wow. Was für Geräusche. Oder ist Sandspritzer vielleicht? Nee, natürlich nicht. Wasserklinge mache ich mal. Gucken, was passiert. Ja. Dududum. Echt jetzt? Hat das versucht. Aber mein Kalaso ist stärker. Schade, dass die beim Level Up. Der Sieger kriegt alles. Ja. 50 Pansons gewonnen. Yay. Wow, du bist 10. In Ordnung. Mach nur. Nimm alles, was du findest. Du hast es dir verdient. Ja, danke. Vitalapfel. Ja, cool.
Dann beende ich die Episode auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie ich ein weiteres Temtem fangen werde und andere Sachen tue, vielleicht Quests abschließe, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.